Vor ein paar Tagen haben Facebook, WhatsApp und Instagram ein paar Stunden lang nicht funktioniert. Deshalb geht die Verschwörungsszene jetzt davon aus, dass endlich der Weltuntergang eingeleitet wurde. Außerhalb der Verschwörungsszene hat sich niemand groß darüber aufgeregt. Aber wie auch, wir sind ja alle geimpft und schon seit Mitte September tot. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bosetti will reden. Heute geht es um die Impfpflicht. Es wird trotzdem schön. Die Impfpflicht. Was für ein Wort, Impfpflicht. Wir müssen die Diskussion über die Impfpflicht schon allein abschließen, um nicht mehr das Wort Impfpflicht aussprechen zu müssen. Außerdem gibt es ja längst eine, also eine Impfpflicht. Es wird nicht besser. Also, es gibt längst eine, nämlich eine moralische. Es ist moralisch verwerflich, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen. Und zwar egal, welcher Moral man folgt. Wenn du meinst, dass das Wohl der Gemeinschaft wichtiger ist als die Freiheit des und der Einzelnen, lass dich impfen. Wenn dir die Gemeinschaft scheißegal ist und du nur dich selbst schützen willst, lass dich impfen. Wenn du glaubst, Corona sei eine große Verschwörung, um die Kinder von Unfruchtbaren unfruchtbar zu machen, lass dich untersuchen und impfen. Unfruchtbarkeit ist nicht immer schlecht. Der einzige Weg, um dich selbst sauber argumentierend aus der moralischen Impfpflicht zu entlassen, ist Mitleid mit dem Virus. Wenn du es unfair findest, das arme kleine Virus verhungern zu lassen, dann hast du seltsame Prioritäten. Aber okay, argumentativ ist das stimmig. An alle anderen, sorry, ihr habt keine Argumente. Nicht mal euer Egoismus, wenn ihr denn ehrlich genug wärt, ihn einzugestehen, ist ein Argument. Die Impfung ist sicherer als die Krankheit. Sie ist genauso gut erforscht wie andere Impfungen. Nur Langzeitfolgen kennt man nicht. Aber das ist bei der Krankheit nicht anders. Und natürlich spreche ich hier nicht von Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Im Gegenteil, nicht zuletzt um deren Schutz geht es ja. Ich meine all diejenigen, die sagen, Impfung oder nicht, das muss meine individuelle Entscheidung sein. Ja, ist es ja. Aber es ist eine moralische Entscheidung. Es ist eine individuelle Entscheidung, die ihr nicht nur für euch selbst trefft, sondern für alle. Natürlich steht euch die Entscheidung frei. Ihr könnt euch dazu entschließen, unmoralisch zu handeln. Und ich kann das scheiße finden. Und im Ernstfall kann der Staat entscheiden, dass er euch, um seiner Fürsorgepflicht nachzukommen, daran hindern muss, das Leben anderer Menschen zu gefährden. Und dann bezahlt er euch eure Tests halt nicht mehr. Dann haben wir 5G und ihr nur 2G. Meinungs- und Entscheidungsfreiheit bedeuten nicht, dass eine Meinung oder Entscheidung plötzlich keine Konsequenzen mehr hat. Am Anfang war diese Pandemie ein großes Übel, gegen das wir nicht ankamen. Jetzt könnten wir sie beenden. Wir können die Pandemie beenden. Das Einzige, das uns daran hindert, seid ihr. Und zwar nur, weil ihr nicht wollt, dass man euch sagt, was ihr tun sollt. Das ist der einzige Grund. Alle anderen Gründe sind erfunden. Weltverschwörung, erfunden. Corona ist harmlos, erfunden. Exponentielles Wachstum existiert nicht, erfunden. Und auch wenn, ich lass mir doch nicht irgendeine unerforschte Plörre in den Körper jagen, toll klingt, vor allem aus Mündern, die gerade Zigarre rauchend Billigfleischsteaks mit Cola runterspülen, auch der Grund ist erfunden. Ihr wollt nicht, weil ihr sollt. Und etwas nicht zu tun, weil es jemand verlangt, kennen wir alle. Das nennt man Trotzphase. Die haben Menschen meist im Alter von 2 bis 4 und 90. Keine Ahnung. Natürlich sollte man Dinge nicht tun, weil sie jemand verlangt. Aber man sollte sie auch nicht tun, weil sie jemand verlangt. Zumindest nicht, wenn man nicht wenigstens noch einen weiteren guten Grund dafür hat, der nicht erfunden ist. Versteht mich nicht falsch, ich finde die Frage wichtig, wozu der Staat uns zwingen darf. Aber ihr tut etwas, das ziemlich perfide ist. Ihr tut so, als sei das die einzige Frage. Wenn wir die ganze Zeit nur darüber diskutieren, ob wir zu etwas gezwungen werden, ob wir es tun müssen, bewahrt es uns davor, uns zu fragen, ob wir es tun sollten. Ihr drückt euch davor, euer eigenes Handeln moralisch zu hinterfragen. Ihr inszeniert euch als Opfer einer Ausgrenzung, nennt Deutschland einen Unrechtsstaat und die Impfpflicht Impfzwang. Was ich nachvollziehen kann, weil sich das Wort leichter aussprechen lässt. Ihr demonstriert gegen eine Diktatur, die es nicht gibt und all das, um euch nicht mit euch selbst und eurem Handeln zu beschäftigen. Und ich verstehe das, denn Letzteres tut sehr viel mehr weh. Der große Philosoph Jürgen Klopp hat kürzlich gesagt, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen, sei wie Alkohol am Steuer. Und ich finde das einen okayen Vergleich, bisschen schief, aber man kommt auch hinkend voran. Ich erwähne Jürgen Klopp nur, um zu sagen, es ist völlig egal, was Jürgen Klopp dazu sagt. Es ist auch egal, was ich dazu sage. Wichtig ist, was die Fakten sagen. Und die sagen, lasst euch impfen. Und weil ich weiß, dass sich bei dem Thema immer alle fürchterlich aufregen und mich alle, die anderer Meinung sind, als ich jetzt vermutlich hassen, möchte ich zum Schluss noch eine offizielle Schimpfpflicht aussprechen. Einfach nur, damit ihr aus Trotz mit der Schimpferei aufhört.
So, ich habe wie immer all eure Kommentare gelesen und konnte mit Freude feststellen, dass euch an der letzten Folge vor allem gefallen hat, wie ich am Ende die Inhaltsstoffe von einer Shampooflasche ablese. Das ist toll. Das bestärkt mich darin, mir weiterhin sehr viel Mühe beim Schreiben meiner eigenen Texte zu geben. Außerdem hat Rasputin geschrieben, die Maske hat bestimmt länger gedauert, als den gesamten Text zu verfassen. Nein, ich mag mich langsam schminken, aber ich habe kein Problem damit, noch langsamer zu denken. Und dann zum Abschluss kam noch ein schöner Kommentar. Bleikart Langendörfer hat geschrieben, nein, hat er nicht. Und das finde ich toll. Unter ein 7-Minuten-Video zu schreiben, nein, hat er nicht. Es ist wie diese Leute, denen man in einer Mail schreibt, hey, wollen wir heute Abend essen gehen oder lieber ins Kino? Wir könnten auch mit Matthias Kickern gehen, der ist gerade in der Stadt. Und die dann antworten, ja, können wir machen. Kommunikation, Leute! Das war's für heute. Wir sehen uns in 2 Wochen genau hier wieder. Bis dann.